Wunderschönen guten Morgen. Wie das halt im Moment so ist, ist unser Museum leider auch zu. Dennoch möchte ich euch unseren jüngsten Familienmitglied zeigen. Und zwar die wunderschöne Kaffeemühle. Sie ist vor einer Woche von Dublin Island gekommen. Wir mussten über einen Monat warten. Ich habe schon Angst gehabt, es kommt nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist das natürlich eine Augenweide, wenn man jetzt hier im Museum reinkommt. Und sie steht da, ist wirklich ein sehr schönes Objekt. Was wir jetzt malen werden, das ist so eine Maragotchip. Es ist an sich einer der grössten Kaffeebohnen, die es halt so gibt. Wir nehmen es jetzt natürlich, damit es auch optisch nachher mit dem Bild vorher nachher auch noch etwas aussieht, um zu zeigen, wie die Kaffeemühle malt. Sehr komplex und schwierig zu bedienen ist sie nicht. Wir haben hier nur einen Schieber, wo man sagen könnte, feiner oder gröber. Wir haben schon jetzt auf dem feinsten Malstufe gemacht. Wir werden natürlich schauen, es wird nie ein Espresso-Malung daraus werden können. Jetzt geht es los. Muskelkraft und schon dreht das Ganze. Und hier das Malergebnis. Hoppla, sieht man es. Ich weiss, es ist ziemlich grob. He? Wie gesagt, ein Espresso könnt ihr nicht daraus machen. Es wäre eher Fontana di Trevi, wenn ihr versucht, mit dem ein Espresso zu ziehen. Dennoch, trotz ihrem Alter, immer noch funktionstüchtig. Und würde mich natürlich freuen, sobald die spezielle Situation rum ist, dass ihr mal reinschaut und könnt ihr live miterleben und selber vielleicht daran ein bisschen drehen und malen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag und nehmt es nicht streng, genießt ein bisschen, vielleicht auch mit einem frisch gemahlenen Kaffee nebenan.